Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Ich möchte euch heute ein neues Video zeigen, in dem es darum geht, was wir mit den Netzwerkfreigaben, die wir jetzt ja erstellt haben, unter Windows 10 haben wir auch die Möglichkeit. Ich hatte ja das Video gezeigt, wie das funktioniert, dass wir diese Netzwerkfreigaben so verwenden, dass wir eine Verknüpfung auf dem anderen Rechner damit dauerhaft herstellen können und teilweise sogar einen eigenen Laufwerksbuchstaben vergeben. So, noch ein bisschen aufgelockerter Musikuntermalung geht es los, indem wir die Command Shell aufmachen. Das machen wir mit Windows-Taste und R und geben dann das Wort CMD ein. Dann haben wir das Fenster offen und geben jetzt in das Fenster ein ipconfig Leertaste slash all und drücken Enter. So, wenn das nicht ein bisschen die Musik hier genießen konntet, habe ich das schnell mit einem anderen Rechner auch noch gemacht. Nämlich der Rechner, auf dem die Freigaben existieren. Und der Freigaberechner, der hat im Gegensatz zu diesem Rechner hier, das sieht man immer bei dem Eintrag bevorzugt. Wir nehmen die IPv4-Adressen. Und der andere Rechner hat bei mir die IP-Adresse 192.168.178.21. Diese IP-Adressen nehmt ihr bitte eurem Netzwerk, indem ihr diesen Befehl auf jedem eurer Rechner eingebt, damit ihr wisst, welche Adresse hat jeder Rechner bekommen. So, die Eingabekonsole brauchen wir hier nicht mehr. Die können wir schließen, indem wir das Wort Exit eingeben und anschließend die Enter-Taste drücken. So, wir haben hier momentan das Netzwerkfenster stehen und wir sehen, der zweite Rechner ist im Netzwerk gar nicht angezeigt, obwohl er online ist. Er läuft, er steht neben mir. Trotzdem sieht der eine Rechner die anderen Rechner momentan nicht, weil er noch nicht hier eingetragen ist. Und das machen wir jetzt folgendermaßen. Wir verwenden Laufwerksbuchstaben, die frei sind, so gut wie bei jedem Rechner. Denn die Laufwerksbuchstaben A und B werden üblicherweise nicht verwendet. Habt euch bestimmt schon mal gefragt, warum ist eure Systempartition immer das Laufwerk C? Das Laufwerk C ist ja dann immer die erste Partition der Festplatte gewesen. Und die Laufwerksbuchstaben A und B, die sind eigentlich immer frei, weil früher war das Laufwerk A immer die 3,5 Zoll Diskette und das Laufwerk B waren immer die 5¼ Zoll Disketten. Und diese Laufwerksbuchstaben, die haben wir übrig. So, und weiter geht's. Wir geben jetzt hier oben ein Alt-GR und das SZ-Zeichen und geben dort jetzt ein die 192.178.21. Ihr gebt doch bitte ein die IP-Adresse eures Rechners, auf dem der Ordner freigegeben ist, auf den ihr zugreifen möchtet. So, dann sehen wir den Inhalt dieses Rechners bzw. den Inhalt des Ordners, der freigegeben ist, bekommen wir zu Sicht, indem wir diesen Ordner dann doppelt anklicken. Das können wir uns als Verknüpfung auch auf den Desktop legen. Ich kann jetzt entweder das hier als Verknüpfung nehmen und kann sagen, rechte Maustaste, Verknüpfung hier erstellen. Oder aber ich nehme einen der freigegebenen Ordner. In meinem Videobeispiel hatte ich den hier genommen. Ziehe den auf den Desktop und sage Verknüpfung hier erstellen. Und schon habe ich die Verknüpfung da und bin in den Ordner drin, habe den Inhalt schon griffbereit. Nun hatte ich euch ja versprochen, wir machen das Ganze auch per Laufwerksbuchstaben. Und dazu habe ich mal zwei Textdateien vorbereitet. Das heißt, ich mache mein Arbeitsplatzfensterchen wieder zu und gehe mal in eine vorbereitete Textdatei. So, und ihr seht, wir haben jetzt hier eine Datei angelegt, eine Textdatei, in der ich eingetippt habe netusb. Das würde dann jetzt den Laufwerksbuchstaben B verwenden. Und habe hier die IP-Adresse des Freigaberechners getrennt mit einem Backslash und dann den Namen des Ordners, den wir eben aufgemacht haben. Das ist momentan eine reine Textdatei, aber wir machen da draus jetzt eine ausführbare Datei. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Wir gehen jetzt auf Datei speichern unter. Ich lege es in dem Fall jetzt mal auf den Desktop ab. Und gehe auf speichern. Er sagt, sie ist vorhanden. Alles klar. So, und jetzt kann ich den Text Editor schon schließen.
Gehe dann in die VE-Textdatei, klicke sie mit der rechten Maustaste an, gehe auf Umbenennen und ändere den hinteren Bereich, nehme das TXT weg und tippe dafür ein BAT für Bat. Und drücke die Enter-Taste, bekomme jetzt die Meldung, dass die Dateinamenerweiterung, wenn sie geändert wird, die Datei möglicherweise unbrauchbar macht. Das ist nicht dramatisch, in dem Fall ist es nämlich tatsächlich richtig. Und deswegen darf ich jetzt problemlos Ja anklicken. So, jetzt sehen wir, ich habe ja hier die Bat-Datei. Aus der Textdatei wurde eine Bat-Datei. Und wenn ich die jetzt doppelt anklicke, dazu mache ich aber erstmal wieder den Arbeitsplatz auf, damit ihr seht, was passiert in dem Moment. So, wenn ich die doppelt anklicke, dann wird jetzt automatisch ein Laufwerk mit dem Laufwerksbuchstaben B angelegt, welches dann den Inhalt des zweiten Rechners anzeigt, beziehungsweise den Inhalt des freigegebenen Ordners auf dem zweiten Rechner. Auch das zeige ich euch einmal. Klick's an und schon haben wir hier die Videofiles drin, die ich da reingelegt habe, die zum Bearbeiten sind. So, wenn ich diesen Ordnerbuchstaben nicht mehr benötige, kann ich jederzeit mit der rechten Maustaste draufklicken und kann sagen, trennen, dann ist der wieder weg. Achtung, sollte bei euch das nicht möglich sein, diese Änderung zu ändern, dann müsst ihr bitte auf Organisieren gehen, geht auf Ordner und Suchoptionen, geht dann auf Ansicht und müsst den Haken denn dementsprechend setzen. Bei Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden muss der Haken draußen sein. In dem Moment werden auch die Änderungen angezeigt und man kann sie dementsprechend ändern. Das aber nur als Information am Rand. So, nun sehen wir, ich habe eine zweite Textdatei vorbereitet. Und zwar habe ich jetzt hier eine Datei vorbereitet. Ich ändere mal den Laufwerksbuchstaben in A, dass wir auch sehen, das funktioniert. So, und zwar würde ich diese Bat-Datei genauso verwenden können bis dahin wie die andere, aber solltet ihr einen Benutzernamen und ein Passwort vergeben haben, dann müsste der hintere Teil dann noch zum Tragen kommen, nämlich ihr müsst dort eintragen den Benutzernamen und, wie ich hier so schön geschrieben habe, das benötigte Passwort. Dann könnt ihr mit Hilfe dieser Bat-Datei dann auch Laufwerke aufmachen, die per Passwort und Benutzernamen geschützt sind. Jetzt haben wir tatsächlich die andere Datei wieder gelöscht. Die brauche ich nämlich nicht mehr. Das war jetzt nur, um euch zu zeigen, dass das tatsächlich möglich ist. Und die hätten wir dann jetzt auch getrennt als zweites Laufwerk. Eins wäre Laufwerksbuchstabe A, andere bekommt Laufwerksbuchstabe B. Wir können auch andere freie Laufwerksbuchstaben noch verwenden. Das zeige ich gleich. Die würden dann dementsprechend in der Lage sein, darauf zuzugreifen. So, auch diese Verknüpfungsvariante haben wir gezeigt, wie das klappt, einfach mit anklicken und rüberziehen, die kann gelöscht werden. So, das heißt, wir zeigen die nächste Variante. So, jetzt kommen wir zu der Variante selbst machen. Und zwar mache ich neu, dann gehe ich auf Verknüpfung, gebe wieder die Adresse ein. So, habe ich mal kurz den Text kopiert, der angezeigt werden würde, füge ich ein, dann habe ich keine Tippfehler mehr drin und dann sollte es auch funktionieren. Ja, siehe da, es funktioniert. Gehe auf Fertigstellen. So, und schon hätte ich die Verknüpfung. Wir testen, ob sie geht. Wunderbar, sie funktioniert. So, und da haben wir noch als zusätzliche Variante das Anlegen von einem Laufwerksbuchstaben direkt über den Explorer. Auch dazu machen wir wieder entweder über Computer einen Doppelklick oder hier einen Klick auf das gelbe Symbol, macht genau das gleiche. Man kann jetzt sagen, ich möchte ein Netzlaufwerk verbinden. Dann fragt er mich nach dem Laufwerksbuchstaben. So, und ich suche mir mal diesmal den Laufwerksbuchstaben A aus. So, gehe auf Einfügen und jetzt hätte ich auch wieder die Möglichkeit zu sagen, die Verbindung soll bei der Anmeldung wiederhergestellt werden. Das persönlich mache ich nicht, weil ich finde, es ist mal problematisch, wenn der zweite Rechner jetzt nicht am Laufen ist und im ersten Rechner mache ich den Arbeitsplatz auf. Dann habe ich das Problem, dass der eventuell ziemlich lange jetzt nach dem anderen Rechner sucht. Deswegen lasse ich bei mir den Haken draußen und beende einfach immer
die Verbindung, bevor ich den Rechner runterfahre. Ich zeige euch auch, wie es geht. Wir klicken erstmal Fertigstellen. So, wir sehen, jetzt haben wir Laufwerksbuchstaben A. Ist aber der gleiche Ordner, den wir damit verknüpft haben. Das ist nämlich jetzt der Video-Export-Ordner. Und wir sehen, auch hier können wir super drauf zugreifen. Wenn ich damit fertig bin, mache ich einfach trennen. Schon ist das durch das Thema. Fürs nächste Mal brauche ich nur die Bettdatei wieder doppelt anklicken. Dann habe ich das wieder da. Oder gehe wieder auf Netzlaufwerk verbinden. Füge wieder die Adresse ein. Suche den Laufwerksbuchstaben aus. Dann wir fertigstellen. So, damit haben wir eigentlich alle Varianten durch. Wir haben Verknüpfungen erstellt, indem wir sie einfach rübergezogen haben mit Hilfe der rechten Maustaste. Wir haben Verknüpfungen erstellt als Batch-Datei, die dann automatische Laufwerksbuchstaben machen. Und wir haben Verknüpfungen erstellt, indem wir sie in dem Explorer einfach in die Adressleiste rum eingegeben haben bzw. kopiert haben und dann eingefügt haben. So, vielen Dank an StoryCut. StoryCut ist quasi das Zünglein an der Waage gewesen, welches dafür gesorgt hat, dass ich mich entschieden habe, doch dieses Video jetzt noch zu machen. Denn ich weiß, die ganzen Netzwerkfreigabengeschichten, das ist immer sehr trockenes Material. Aber hier war dann gut zu sehen im Gesprächsverlauf, dass der Bedarf dafür da ist. Deswegen nochmal herzlichen Dank an StoryCut. Ich bin durch mit meinem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Solltet ihr Interesse daran haben, in Zukunft noch mehr von mir zu sehen und immer rechtzeitig informiert zu werden, würde mich ein Abo natürlich unheimlich freuen und vergesst die Glocke nicht. Und ich hoffe, dass wir uns demnächst wiedersehen hier bei mir auf meinem Kanal. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Angucken meiner Videos oder anderer Videos und vielleicht sehen wir uns demnächst wieder. Ich bin wieder raus. Eure PC-Ecke sagt Tschüss.